Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil. Der zweite Teil ist das Karma für die Sternzeichen Waage bis Fische. Wir beginnen mit der Waage. Du kamst auf die Welt, um Frieden zu bringen und deine Familie zu versöhnen, weil dieses in einem vorigen Leben am Unfrieden scheiterte. Da du mit Streit und Hass konfrontiert wirst, ist dies allerdings keine leichte Aufgabe. Also, dein Karma ist ein gefährliches Schicksal. Denn du hattest schon im Kindesalter die Neigung, mit kleinen Verletzungen Aufmerksamkeit zu erreichen. So konntest du den Streit zum Beispiel bei deinen Eltern stoppen. Eine List, die im späteren Alter gefährlich werden kann. Das heißt, werde nicht krank aus Protest wegen einem Unfrieden anderer. Nun der Skorpion. Dein Karma lehnt sich gegen den Tod auf, weil du auf das Leben setzt. Du willst die Familie zusammenhalten und du wächst zu einer großen Autorität unter deinen Verwandten heran. So kann deine Rolle sich aber auch zum Negativen wandeln, weil du grundsätzlich deinen Gefühlen misstraust. Befreie dich von deinen Ängsten um deine Stabilität. Sonst gerätst du in Gefahr, in eine Einsamkeit zu kommen. Der Schütze. In einem früheren Leben musstest du viel Unterdrückung, Falschheit und Ungerechtigkeit ertragen. Dadurch wurdest du zum Kämpfer für Gerechtigkeit. Ein Karma, das sich bereits schon in der Schule dich zum Rebellen machen ließ. Mit Vernunft und Weisheit kannst du zum geachteten Anwalt für die Schwachen werden. Aber verrenne dich nicht dabei, indem du dich in Rechthaberei verstrickst. Da könnten sich überflüssige Kleinkriege entwickeln. Nun der Steinbock. In deinem vorigen Leben hattest du keine Chance, deine Talente nicht richtig zu entwickeln. Es war immer einer vor dir dran. Vielleicht, weil es dir als Frau nicht vergönnt war oder eines deiner Kinder den Vorrang hatte. Strebe in deinem jetzigen Leben diesen kühnen Ehrgeiz. Strebe ihn an und lass dich nicht mit einem falschen Gefühl beirren. Geh und lebe deinen Bestimmungsweg. Dein Karma ist, jetzt strebsam etwas aus deinem Leben zu machen. Denn jetzt bist du dran. Zum Wassermann. Dein Karma ist dieses. Du erträgst nicht den kleinsten Kompromiss und die kleinste Fessel. Dies kannst du als Selbstaufgabe empfinden, weil du in einem vorigen Leben unterdrückt wurdest. Man muss dir deine Freiheit lassen, im beruflichen sowie im privaten. Aber es kann auch für dich zum Unglück werden, weil du vor dem Glück der echten Wärme und Nähe dich fürchtest und du zu einer Liebe fließt. Doch dann wirst du in die Einsamkeit gedrängt. Du wirst die Einsamkeit erleben. Nun das letzte Sternzeichen, der Fisch. Eventuelle vertuschte Geheimnisse, Lügen und Betrug aus einem vorherigen Leben treibt dich in die Flucht aus dieser Welt. Dein Karma,
das von dir noch nicht überwunden ist. Das lässt ein Mitgefühl entstehen, was deine Bestimmung ist. Da musst du aufpassen, dass dieses Karma für dich nicht zu einem Gefängnis wird. Du hast die Kraft, dich davon zu lösen. Das, meine Lieben, war ein Blick in das Karma eines jeden Sternzeichens. Natürlich ist zu bedenken, dass ein Karma für jeden Menschen noch viel kompakter sein kann. Wenn ihr also mehr wissen wollt, dann kann ich euch raten, kann ich euch helfen und ich kann schauen. Ich kann weiterhelfen. Ihr müsst mich dann bitte nur anrufen. Herzlichst, eure Deri.